Die Hauptversammlung des Vereins Balger Natur markiert in diesem Jahr ein besonderes Ereignis, das 30-jährige Bestehen des Vereins. Gegründet 1994 mit dem Ziel, die heimischen Lebensräume von Pflanzen und Tieren zu schützen, blickt der Verein heute auf 3 Jahrzehnte erfolgreiche Naturschutzarbeit zurück. Ein großer Schwerpunkt liegt dabei auf dem national geschützten Naturschutzgebiet Höchstern, das durch regelmäßige Pflegeeinsätze erhalten wird. In den letzten Jahren konnte der Verein bedeutende Projekte umsetzen, wie die Schaffung neuer Feuchtgebiete zum Schutz bedrohter Amphibienarten. Besonders der Kammmolch und die Gelbbauchunke profitieren von diesen Maßnahmen. Der Verein engagiert sich auch stark für die Aufwertung lokaler Flächen und den Erhalt von traditionellen Landschaftsformen, wie zum Beispiel durch das Pflanzen von Hecken und Obstbäumen. Ja, wir haben einiges erreicht. Wir haben jetzt gerade eine neue Co-Präsidentin im Vorstand und ich habe ihr einmal gezeigt, was wir alles gemacht haben in 30 Jahren. Und habe zuerst müssen für mich rausschreiben und eigentlich ist es eine lange Liste, die wir gemacht haben. Also von Bach rausheben, Hecken anpflanzen und natürlich zentral ist immer im Naturschutzgebiet die Arbeiten, die wir gemacht haben. Wir können einige Projekte aufzählen, die uns wirklich Spass gemacht haben, wo wir auch natürlich die Unterstützung gebraucht haben von der Gemeinde oder von den Bodenbesitzern. Hast du gerade Beispiele? Eine Hecke, die wir mal gepflanzt haben, das ist schon viele Jahre her, auf der Grenze, Rebstein-Balgach zum Beispiel. Im Landwirtschaftsgebiet ist es nicht so einfach, um etwas zu realisieren, aber es gibt gewisse Orte, wo es dann gleich geht. Oder ein Bach, den wir jetzt gezeigt haben, der HV, wo wir vor sehr vielen Jahren rausgekommen haben, der eigentlich eingetodet war. Besonders hervorzuheben ist das langjährige Engagement in der Bekämpfung invasiver Neophyten. Diese gebietsfremden Pflanzen bedrohen die heimische Flora und der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch regelmäßige Pflanzeinsätze diese Pflanzen zu entfernen. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Balgach werden Maßnahmen ergriffen, um die betroffenen Gebiete zu schützen und langfristig zu erhalten. Für den Verein ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde darum also schon sehr wichtig. Vor glaub, 3 Jahren haben wir einmal eine Aktion durchgeführt, die uns die Gemeinde unterstützt hat. Wir haben, das Prinzip war, dass man fremdländische Pflanzen rausgibt, also nie Hütten rausnimmt aus den Gärten und einheimische Sträucher setzt. Und da haben wir, glaube ich, 150 oder 100, ich weiß es nicht mehr, 185 Sträucher abgegeben, Bevölkerung. Und da hat die Gemeinde uns geholfen, also sie haben die Tonnen zur Verfügung gesehen, das Bauamt, also eine Tonne, wo man die Tuya etc. reinwerfen konnte. Und eben nicht so mit der Neophytenbekämpfung? Neophyten, die wir jetzt gerade ausreissen, da zahlt die Gemeinde einen Beitrag an den Verein. Also da haben wir jetzt vorletztes Jahr, letztes Jahr haben wir so 2-3 Jahre jetzt 150 Leute von Vereinen, die helfen konnten. So eine Gemeinschaftsbildung? Ohne Gemeinde, die da finanziell unterstützen würde, geht das nicht. Mhm. Gibt es noch aus der Bevölkerung so Rückmeldungen oder Feedbacks, die ihr bekommt? Also, was ich sehr schön finde, dass Firmen mitmachen, oder? Unternehmen, die uns auch unterstützen, die sagen, wir möchten dort Neophyten bekämpfen, als Teamanlass. Das ist sehr motivierend und vielleicht kommen da noch mehr in Zukunft. Nach all den Jahren bleibt der Verein Balger Natur seinen Kernzielen treu. Der Schutz und die Förderung der heimischen Natur stehen weiterhin im Mittelpunkt. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren konnte der Verein nicht nur zahlreiche Erfolge im Naturschutz verzeichnen, sondern auch seine Mitgliederzahlen verdoppeln. Mit über 140 aktiven Mitgliedern ist der Verein heute eine feste Größe in der Region. Aktuell strebt der Verein eine Verjüngung des Vorstandes an, um die Zukunft des Vereins langfristig zu sichern. Der Verein wurde eben vor 30 Jahren gegründet. Welche Ziele habt ihr euch am Anfang gesetzt und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Einsätze für die Natur, also das ist eben in Statut der Stadt, Erhalt und Förderung neuer Lebensräume, natürlicher Lebensräume. Und da hat sich im Kern nicht verändert. Wir geben uns auch Mühe, dass wir immer an dem sind. Wir haben eine Überalterung im Vorstand, das müssen wir feststellen. Und da haben wir nicht mehr ganz so viele Projekte, die wir jetzt gerade gemacht haben in den letzten Jahren. Aber es sind immer noch einige. Und die Verjüngung vom Vorstand, das ist etwas, was wir ja anstreben. Und auch das Anerkennen der jungen Leute und indem man auch eine gewisse Verbindlichkeit spürt bei den jungen Leuten, das ist nicht so einfach. Also sprich, wir möchten gerne mehr Junge im Vorstand reinnehmen und mehr junge Leute an unseren Pflegeeinsätzen haben. Und
Tag spüren wir, ja, wir haben mal die, mal die, mal die. Es ist alles unverbindlicher geworden. Und das spüren wir schon. Das war vor 30 Jahren anders gewesen. Du hast auch in deinem Vortrag vorhin gezeigt, dass ihr ja früher auch viele so Schulen an dieses Projekt rangeholt habt. Wie sieht es heute aus? Sind die Schulen da interessiert? Ja, das ist momentan nicht so viel los, muss man ganz ehrlich sagen. Wir gehen öfter auf Schulen, gehen Kontakt nehmen, gehen auf die Lehrer los. Aber vielmals ist die Rückmeldung, ja, der heutige Lehrplan ist so dicht, da geht man nicht mehr raus, einfach so ein bisschen Natur kennenlernen. Ja. Privatschulen vielleicht, gell? Ja. Privatschulen eher. Wieso? Da haben wir ja auch schon die Anfragen gekriegt, ob es könnten, ja. Ich denke, ja, es braucht einfach wieder immer wieder auch Personen, es braucht Lehrpersonen, die ein Flair haben. Und da haben wir momentan ein bisschen eher wenig Rückmeldungen. Habt ihr da eine Strategie für die Zukunft? In diesem Thema, ich weiß nicht, immer haben wir eine Strategie in Bezug auf die Schule? Es taucht immer wieder auf. Nein, haben wir nicht. Also in der Schule, wir reden sehr viel von Klimaerwärmung. Oder? Und eigentlich würden wir erwarten, dass es auch Leute gibt, die aktiv kommen. Aber so aktiv in der Natur draußen arbeiten, in einem Naturschutzgebiet, da ist nicht ganz einfach, um junge Leute anzuziehen. Also wir haben mal so von den Grünliberalen eine Ortspartei, die da war, ab und zu. Aber sehr sporadisch eigentlich Kantonsschulen, die wieder kommen, wenn eine Initiative Lehrerin oder Lehrer da aufgreift mit seiner Klasse. Da. Aber natürlich, es könnte mehr sein. Und wir haben also lokale Privatschulen, die jede Woche in die Höchstra gehen mit den Schülern, die da auch wirklich einen Naturtag haben. Also das gibt es schon. Ja, aber nicht in dem Sinn, aber mit einer Zusammenarbeit mit uns, sondern trotzdem.